Moin! Heute ein Spiel von Electronic Arts von EA. Ja, heute mal wieder was ganz Modernes, was doch immer aktuell ist, Electronic Arts. Desert Strike, Return to the Gulf. Ja, wir schauen uns mal dieses Spiel an hier. Ich habe ja schon einige Spiele durch und heute kommt wieder eins von EA. Ich glaube, ich muss so einen Knopf drücken, sonst geht es nicht weiter, weiß ich nicht. Aber er lädt, das ist die Hauptsache. Desert Strike. Ja, Golfkrieg war ja eine ganze Zeit aktuell gewesen. Und Electronic Arts schickt uns jetzt wieder in die Wüste. Heutzutage sind leider nicht mehr so viele Spiele so aktuell wie dieses hier. Nein. Okay, come down. An Electronic Arts Production. Okay, I got the target. Your laser is armed, sir. Okay, I got target right there. Okay, come down. Coming down. They're gone, sir. Musik ist schon mal cool. Desert Strike. So, weiter geht's mit dem Spiel von Electronic Arts aus dem Jahre, was weiß ich denn. Auf jeden Fall schon älter. Bei Amiga Classic zu sehen, bei mir. Na, das letzte Video, was ich hochgeladen hatte, waren ja 13 Klicks, glaube ich, gewesen. Gleich am Anfang, gleich so richtig hochgeschnellt. Fand ich richtig gut. Wobei andere Spiele wieder... The Middle East, Terrorist Leader, General Clavery shocks the world when he lays a small but deadly Arab invades and takes over. The madman built his reputation by showing no mercy for the smooth move in his way. Und da ist eine Ölfabrik, wie es aussieht. Mit ein paar Öltürmen. Die Grafik ist wieder cool. Scheint eine Flugabwehr zu sein da vorne, oder was es sein soll. Und The Madman Secrets Bunker. Secret Bunker. Muhammad! I see that all the missile launchers are not in place for the attack gets the planes. Together. Or I will see that you suffer the same fate as sowieso. Your greatness, I admire your mighty plan, but I want to see my children grow up and you will. Chaos, the end of all the world. Hat eine Backpfeife bekommen. Get the work now on your foot for the rats from... Yeah. Yes, your greatness. The world will cover at your feet. Your time of triumph will soon arrive. The President has instructed the Special Forces Best Cop Chopper Team to deal with this situation. Experts speculated that the President does not want to risk an all-hour airstrike and that the unnamed sowieso in the Gulf.
eine sehr schöne, packende Vorgeschichte hier. Und da sind wir beide eingestiegen. Mein Co-Pilot und ich. Mal gucken, wie das Spiel so ist. Bis jetzt sehr gut hier, von der Story her, vom Krieg her, ne, also kleinen Vorspann. Richtig actionreich, mit viel Explosion gewesen, der Backpfeife. Ja. Enter Passwort, Start Campaign. Dann wollen wir mal starten. Bei diesem wunderschönen Kriegsspiel. Mal gucken, wie die Grafik gleich ist. Wie atemberaubend. Für die damalige Zeit zumindest. Heute kann es natürlich tausendmal besser sein und ein bisschen mehr Action sein und so, aber naja. Listen up, pilots. You are about to embark on a campaign to save the world from a psycho madman. Unless you stop this madman, he will start World War 3. Our Elven Wars. We have a lost intelligence agent in this sector. The agent has the madman's nuclear plans. It's up to you to find the lost agent. But first you must complete your campaign missions. First, destroy the radar sites. Second, blow up the power plant. The third, bomb the airfields. Fourth, hit the enemy command and centers. If you want to survive the section, you complete the mission in order the world is watching. We are all counting on you. Good luck. Ja, mein Englisch ist nicht perfekt zu sprechen, aber ich kann es. Ich wollte dich alles übersetzen, das hat noch länger gedauert, aber der Text geht immer so schnell weg, das ist Mist. Loading. Also erledigt. Ja, mal wieder ein Kriegsspiel, seit langem. Electronic Arts. Okay. Muss ich jetzt starten hier oder was hier? Hallo? Wie starte ich hier? Ich würde schon gerne fliegen, Leute. Ja, Leiste hat ja viele Knöpfe, aber funktioniert auch nicht. Ja, ich möchte ja nicht so ein Bild andauernd zeigen hier, wie der Helikopter da seine Runden dreht. Schießen kann er auch nicht. Wenn ich wüsste, wie der startet. Können wir jetzt alle Tasten durchgehen hier. Bis auf die Aufnahme stoppt natürlich. Okay, hier ist der Bildschirm. Wie komme ich jetzt dahin? Status. Activate Lost. Secret Agent Lost. Okay. Also mit 0 kommen wir ins Menü rein. Gut. Aber wie starte ich jetzt die Maschine hier? Mit W ist es nicht, mit WASD. Irgendwie zoome ich hier die Kamerabildschirme. Hier, das will ich auch nicht haben. Macht automatisch irgendwie.
Ja, Leute, ich weiß nicht, wie ich starte. F10 darf ich nicht drücken. Ja, das darf ich auch nicht drücken. Ja. Ich kann nichts machen hier. Mein Helikopter fliegt nicht. Null. Dann muss ich doch da irgendwie hinklicken hier, wo der hin soll. Na, Map bin ich ja schon drauf hier. Ich kann nichts machen hier. Ich muss Radar zerstören, Mission. Ja, das weiß ich. Radar zerstören, 0 Punkte. Aber wenn ich nicht starten kann, mit keinem Joypad und gar nichts. Warte mal, ich muss umstellen mal was hier. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wie es aussieht, funktioniert das nicht. Ich darf es mit Joystick einstellen. Was ich vorher mit der Maus hatte, aber keine Reaktionen. Ich kann nicht starten. Der Joystick wird nicht richtig erkannt anscheinend. Wird schon erkannt, aber ich kann nicht steuern. Zoom hier weiß ich auch nicht, aber ich muss doch nicht starten können hier. Hallo? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video, auch wenn ich hier nicht fliegen konnte. Vielleicht kriegt ihr es ja hin. Ich kann den Joystick hin und her kippen, ich kann ja alles machen hier. Passiert nichts. Leider. Ja, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.